Leute, in der Politik ist es doch wie beim Fußball. Es gibt keine echten Typen mehr, keine Charakterköpfe, die mal anecken und ihre ungefilterte Meinung sagen. Ja, könnte ich. Das war's. Kaum einer will sich auf Aussagen festnageln lassen. Alle haben PR-Beratung und Medientraining. Aber da ist einer, der sticht raus. Einer, der hat noch Ecken und Kanten und lässt sich seinen Mund nicht von irgendwelchen Agenturen verbieten. Ladies and Gentlemen, die Rede ist von Hubert Aiwanger. Ob es um Insektenburger, Liebe zu Schneekanonen oder den Häuptling Winnetou geht. Aiwanger haut jeden Tag einen Tweet nach dem nächsten ins Netz und fällt auch in Talkshows mit weirden Takes auf. Ganz Europa hat ein Tempolimit. Es funktioniert, es gibt mir Sicherheit. Und wir zu dort nehmen wir. Wofür steht Aiwanger eigentlich? Wer wählt ihn? Und wie ist er im Internet zum Running Gag geworden? Heute erfahrt ihr alles über Deutschlands wohl absurdesten Spitzenpolitiker. Also los geht's. Um zu verstehen, wer dieser Mann eigentlich ist, müssen wir nach Bayern. Genauer gesagt nach Niederbayern. Es liegt ja komischerweise über Oberbayern. Warum das so ist, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber ist auch egal, wir sind in Bayern. Und da geht es jetzt um eine Partei, die hat bundespolitisch erstmal nicht allzu viel Gewicht. Die Freien Wähler. Die vertreten teils konservative, teils liberale Ansichten und sind in den Kommunen vor Ort da richtig stark. Seit 2018 bilden sie gemeinsam mit der CSU und Markus Söder eine Regierungskoalition in Bayern. Die Freien Wähler schreiben auf ihrer bayerischen Website Dinge wie bayerisches Lebensgefühl, die kulturelle Vielfalt und die landschaftliche Schönheit unseres Landes sind auf der ganzen Welt bekannt. Darauf sind wir stolz. Bei den Freien Wählern ist das ein bisschen wie bei der FDP und ihrem Posterboy Christian Lindner. Wo Freie Wähler draufsteht, ist eigentlich Hubert Aiwanger drin. Wie fing diese Love Story an? Dazu müssen wir ins Jahr 2006 zurückspringen. Damals haben die Freien Wähler in Bayern einen neuen Landesvorsitzenden gesucht. Und das wurde ziemlich überraschend, ihr ahnt es, Hubert Aiwanger. Hubert Aiwanger war damals ein politischer Außenseiter, kann man sagen. Ein 35-jähriger Agraringenieur, der mit seinen Eltern einen Hof in Niederbayern bewirtschaftet hat. Das ist Astrid Halder vom Bayerischen Rundfunk. Und die sagt, Aiwanger war zu dem Zeitpunkt politisch ein relativ unbeschriebenes Blatt. Bis dahin hatte er keine größeren politischen Ämter. Aber schon damals hat man gemerkt, der ist frech, voller Tatkraft und auch polarisierend. Was hat diesen Mann in die Politik getrieben? Er selbst hat mal gesagt, dass die Nuklearkatastrophe in Tschernobyl 1986 sowas wie sein politisches Erwachen war. Wo ich gesehen habe, wir haben Regierende, die sagen, das ist alles nicht so schlimm, liebe Leute, keine Sorge. Und plötzlich hat es geheißen, bei uns am Bauernhof, du kannst das Gras nicht mehr verfüttern und musst die Milch entsorgen. Und die Kinder dürfen nicht mehr in den Garten rausgehen. Das war für mich dann schon ein Erlebnis, wo ich gesagt habe, da ist das Vertrauen zerstört in die da oben. Und da hat sich der Hubert gedacht, da muss ich es wohl selber machen. Und hat dabei ein ganz schönes Tempo hingelegt. Nach 2006 hat er bei den Freien Wählern ziemlich schnell alle wichtigen Posten besetzt, die es zu besetzen gab. Also mit sich selbst. Weil er dann in den folgenden Jahren und jetzt auch immer noch so viele Ämter auf sich gehäuft hatte, haben Journalisten auch oft über die One-Man-Show Aiwanger gesprochen. Momentan ist Aiwanger Landesvorsitzender, Bundesvorsitzender, Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident. Und selbst wenn es vielleicht manche Freie Wähler nicht ganz unkritisch sehen, sie wissen, Aiwanger ist ihr Zugpferd. Da ist also einer, der wird in dieser in Bayern vor allem kommunal wichtigen Partei ziemlich schnell zum Alleinherrscher. Moment mal, Alleinherrscher? Da denkt man doch bei Bayern vor allem an ihn hier. Hallo und grüß Gott. Bayern ist ein, sagen wir mal, spezieller Ort in Deutschland. Die Freien Wähler sagen ja auch, das bayerische Lebensgefühl sei weltweit bekannt. Und auch politisch ging es da schon immer ein bisschen anders zu als im Rest Deutschlands. Seit der ersten Landtagswahl in Bayern 1946 sitzt die CSU dort in jeder Landesregierung. Seit 1957 stellt die CSU dort ununterbrochen jeden Ministerpräsidenten. Von 1966 bis 2018 hat die CSU dort sogar, bis auf eine Ausnahme mit der FDP, ganz alleine regiert. Markus Söder ist bundesweit das politische Gesicht Bayerns und seit 2018 Ministerpräsident. Ja, und dann kommt der Hupsi. Ja, hallo, servus. Aiwangers großes Ziel damals war es, die absolute Mehrheit der CSU zu brechen. Die Freien Wähler sind von der Richtung der CSU ja ähnlich, aber eben stark kommunal verwurzelt. Und Hubert Aiwanger hat es tatsächlich geschafft, die Freien Wähler über die Kreistage hinaus in den Bayerischen Landtag zu führen. Und seitdem muss sich Markus Söder den Thron in dieser selbsternannten Bayern-Koalition so ein bisschen mit Hubert Aiwanger teilen. Der ist immerhin stellvertretender Ministerpräsident und bayerischer Wirtschaftsminister. Aber für was steht dieser Mann, außer für fetten Bayernstolz? Welche Themen besetzt er und welche WählerInnen spricht er damit an?
Um Hubert Aiwanger mal so richtig kennenzulernen, habe ich mir natürlich erstmal sein Social Media Game angeguckt. So macht man das ja in 2023, ne? Bei Insta gibt's einen wilden Mix aus bayerischem Lebensgefühl, Zukunftsvision. Ja, wir haben hier 100 Roboter, die im Rahmen des kollektiven Lernens zusammengeschaltet sind. Und jede Menge direkte Ansagen. Zum Beispiel an die letzte Generation. Macht euch nützlich, pflanzt Bäume, anstatt Unsinn zu machen. Schöne Grüße, euer Hubert Aiwanger. Bäume pflanzen statt kleben. Immer wenn der online auffällt, dann mit Thesen, die eher ungewöhnlich sind. Ein Feindbild von Aiwanger: Grillen. Also nicht das Grillen hier, sondern die Tiere, diese kleinen Grillen. Wir haben es satt, dass Fleischverzehr von Rind, Schwein, Geflügel kritisiert wird, aber Insekten ins Essen soll. Früher wurde ein Lebensmittelbetrieb bei Mehlwürmern und Schaben geschlossen. Heute soll es in sein, damit Veganer ihr tierisches Eiweiß bekommen. Wahrscheinlich spielt er damit auf eine Entscheidung der EU an, das Beimischen von Grillenpulver in Lebensmitteln zu erlauben. Aber wieso adressiert er denn Veganer? Heißt Veganismus nicht eigentlich gar nichts Tierisches zu essen? Als er von diversen Leuten darauf hingewiesen wird, dass Veganer keine Tiere essen, lässt er durchblicken, dass er da eventuell was Größerem auf der Spur ist. Der Veganer weiß es am Ende gar nicht, dass ihm Insekten untergemischt werden. Jeder andere auch nicht. Also jetzt mal ehrlich, Leute. Wenn Grillenpulver in einem Lebensmittel beigemischt ist, muss es natürlich auf der Packung deklariert werden. Da gibt's jetzt keine geheime Lobby, die euch das auf den Schweinebraten raspeln will. Kämpferisch gibt sich Aiwanger auch, wenn er sich gegen die woke Cancel Culture ausspricht. Und einer liegt ihm da ganz besonders am Herzen. Er hat ihn sogar ins Bierzelt eingeladen. Was ist da denn passiert? Nach einer Rassismuskritik hatte der Ravensburger Verlag 2022 ein Winnetou-Buch vom Markt genommen. Für Hubert Aiwanger stand fest, da war die deutsche Cancel Culture am Werk. Und der muss Einhalt geboten werden. Aiwanger sieht durch die Rassismusdebatte zum Buch die Meinungsfreiheit in Gefahr und will sich von weltfremden Ideologen nicht kulturell bevormunden lassen. Sieht jetzt alles ganz lustig aus. Tatsächlich hat aber eine Analyse des bayerischen Datenunternehmens Skompler ergeben, dass es diesen woken Shitstorm eigentlich gar nicht gab. Den richtigen Shitstorm gab es nämlich erst, als die Bild-Zeitung sich über diesen erdachten Woken-Shitstorm beschwert hat. Und darauf folgte dann der richtige konservative Shitstorm. Das glaubt Aiwanger aber nicht so richtig. Es ist interessant, wie einige Woke jetzt zurückrudern und behaupten, niemand wollte Winnetou abschaffen, weil sie mit der breiten öffentlichen Empörung nicht gerechnet haben. Natürlich wolltet ihr das, ihr Lügenbeutel. Ich sag nur, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Und lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Aiwanger spricht von Winnetou, einer Romanfigur, als sei das irgendein historischer Held mit ordentlicher Arbeitsmoral. Winnetou ist ehrlich und vernünftig. Der erledigt seine Arbeit freiwillig. Er muss nicht verdonnert werden. Und nicht nur Winnetou hat er ins Herz geschlossen, sondern auch Schneekanonen. Fans und Liebhaber werden sich erinnern. Im Januar 2023 hat Aiwanger dieses Prachtstück ins World Wide Web gestellt. Hallo Grüne, schon mitbekommen, dass Petrus die Schneekanone wieder eingeschaltet hat? Natürlichen Schnee gibt's ja nach eurer Ideologie nicht mehr. Auch Skifahren geht aktuell wieder. Habt ihr vor 14 Tagen noch für überholte Sportart angesehen? Wir erinnern uns. Der Schnee blieb aus und die Bilder größtenteils schneeloser Skigebiete gingen durch die Presse. In diesem Zusammenhang wurde über Schneekanonen diskutiert. Die zu betreiben, kostet nämlich ziemlich viel Wasser und Energie. Für Umwelt- und Klimaschutz im Skitourismus und Gegner von Schneekanonen hat Aiwanger wenig übrig und lässt ihn in einem Interview mit dem Münchner Merkur ausrichten, dass sie sich vor Ort informieren sollen und damit aufhören, den ganzen Tag mit Weltuntergangsmine rumzurennen und andere Menschen zu nerven und zu bevormunden. Vielleicht sollten sie auch mal ein Stück Fleisch vom heimischen Weiderind oder Hirsch essen. Vielleicht kehrt dann die Lebensfreude wieder zurück. Für Aiwanger reiht sich dieses Thema in eine ganze Reihe grün gewollter Schammomente ein. Es gibt ja mittlerweile die Skischam. Vorher gab es die Flugscham und die Fleischscham. Die Hysterie rund um den Klimawandel ist für Aiwanger viel zu viel. Er bringt selber Vorschläge in die Debatte, mit denen man auf gar nicht so viel verzichten muss. Ich habe das jetzt mal grob überschlagen. Wenn ich den jährlichen CO2-Ausstoß Deutschlands, der ist knapp unter einer Milliarde Tonnen, in Kubikmeter Holz und Quadratkilometer umrechne, da habe ich mit 25 Quadratkilometer zusätzlicher Waldfläche den jährlichen CO2-Ausstoß Deutschland eliminiert. Also ich pflanze doch lieber ein paar Quadratkilometer Bäume und darf trotzdem nur Auto fahren. Ja, das geht uns wahrscheinlich allen so, Herr Aiwanger. Leider ist diese Rechnung aber falsch. Das hat ein Faktencheck von Quer beim BR ergeben.
Die haben mit einer zugegebenermaßen sehr, sehr stark vereinfachten Rechnung mal eingeordnet, dass man, um den CO2-Ausstoß Deutschlands zu eliminieren, nicht Aiwangers 25 Quadratkilometer bräuchte, sondern eher so 170.000 Quadratkilometer. Aber apropos Wald. Was ist der Unterschied zwischen einem normalen Waldarbeiter und einem grünen Waldarbeiter, wenn er Borkenkäferbäume schält? Der normale Waldarbeiter schält den Baum, um das Ungeziefer zu bekämpfen. Und der grüne Waldarbeiter ist auf Nahrungssuche. Grillen, versteht ihr? Hier wegen, ne? Ah, ist egal. Halten wir mal fest. Klimahysterie, Verbote, die Grünen, das kommt alles bei Aiwanger nicht so gut an. Und das lässt ja die Leute auch ziemlich deutlich wissen. Besonders auf Twitter. Als ein User seine Sorgen über den Klimawandel geäußert hat. Dass ich am 29. Oktober mittags mit kurzer Hose und T-Shirt im Garten auf der Liege liegen kann, ist mehr als besorgniserregend. Hat Aiwanger den erstmal charmant von der Seite angezeigt. Ja, sie sollten in der Zeit was arbeiten. Ist halt nicht Winnetou. Dazu muss man sagen, der Typ und auch der Tweet hatten erstmal nichts mit Aiwanger zu tun. Der war da weder gemeint noch angesprochen oder verlinkt. Okay, fassen wir mal zusammen. Aiwanger tritt ziemlich außergewöhnlich auf. Das sind wir von anderen Politikern überhaupt nicht gewohnt. Stellt euch mal vor, Christian Lindner oder Robert Habeck wären so unterwegs. Die Leute würden ausrasten. Also, dass ein Politiker so Sachen wie Aiwanger sagt oder twittert, das ist ja absolut ungewohnt. Weil man muss sich ja auch vorstellen, Aiwanger ist stellvertretender bayerischer Ministerpräsident und legt sich auf Twitter immer wieder persönlich mit Usern an. Bundesweit ist man da vielleicht schockiert, aber in Bayern denkt man sich dann oft, mei, der Hupsi. Von Menschen außerhalb Bayerns wird Aiwanger vielleicht belächelt. Man muss aber sagen, in Bayern kommt der ziemlich gut an. Das zeigen auch die aktuellen Umfragewerte, in denen die Bayern mit ihrem Hupsi ziemlich zufrieden sind. Der erzielt da Werte, da können andere von den Grünen, von der SPD oder von der FDP nur träumen. Aber wer ist denn Aiwangers Zielgruppe? Für wen macht der Politik? Ich würde sagen, definitiv die Landbevölkerung. Und da hat auch die CSU am meisten Angst vor ihm und versucht dagegen zu steuern. Also Bauern, Handwerker, Gastronomen, also Menschen würde man vielleicht denken, die wenig von veganem Essen und Gendern halten, das sind Aiwangers Zielgruppe. Aiwanger kommt selbst vom Bauernhof. Und eine ländliche Wählergruppe ist auch die, mit der er immer wieder in Kontakt tritt und für deren Belange er sich einsetzt. Letzten Sommer ist Aiwanger zum Beispiel persönlich inklusive Medientrost zu einem Bauern gefahren, der Bußgeld zahlen musste, weil seine Herde mit Kuhfladen die Straße beschmutzt hatte. Aiwanger hat das Bußgeld übernommen, praktisch als Helfer gegen die Ungerechtigkeit. Da hat er sich dann hingestellt und hat sich für Kuhfladen stark gemacht. Das sieht man in der Politik auch eher selten. Da gehört eben das Treiben der Kühe über die Dorfstraße dazu, mit all den Begleiterscheinungen, die er hinterlassen schafft. Diese Verbundenheit zu den Menschen vor Ort, das ist eben was, das die Freien Wähler in Bayern und damit auch Hubert Aiwanger auszeichnet. Wir Freien Wähler standen immer an der Seite des normalen Volkes, an der normalen Bevölkerung, die dafür sorgt, dass dieses Land funktioniert. Das ist unser Parteiprogramm. Da brauchen wir keine Ideologie dazu. Da brauchen wir in vielen Fällen nur den Stammtisch als die besseren politischen Berater. Er macht ziemlich deutlich, seine ländliche Herkunft und die Landwirtschaft als wichtiges Thema hat er nie vergessen. Daraus macht er auch keinen Hehl. Er ist in seinen Augen und wohl auch in denen seiner Wähler nie zu einem von denen da oben geworden. Das Herz für den normalen Bürger in einer immer verrückteren, woken Welt. Das kennen wir doch von Markus Söder, oder? Aber wie verstehen sich die beiden eigentlich? Wo liegen die Unterschiede in ihrer Politik? Wenn um jetzt mal Ausnahmen geht, oder? Geniale aus. Ja. Ja, auch der Söder. Die meisten. Also der Meister. Also dann gehen wir. Wir gehen auch durch, wir werden sie nicht anzeigen. Was Söder kriegt, will Aiwanger auch? Auf den ersten Blick gibt es zwischen den beiden ja schon einige Gemeinsamkeiten. Auf Fabian Kösters Frage, ob Aiwanger nicht eigentlich das Hirn von Markus Söder wäre, hat der mal gesagt. Zumindest ein bisschen als ein schlechtes Gewissen. Also ich schaue über die Dinge alle nochmal drüber und hole viele Dinge dann doch wieder runter auf den Boden der Tatsachen und sage, bitte denkt da nochmal drüber nach. Zu Ende gedacht hat das andere Wirkungen. Also er ist häufig vielleicht etwas impulsiver und ich bin vielleicht ein bisschen da das ausgleichend bodenständige Element. Aiwanger als ausgleichender Part zu Söder. Ah, ja. Zumindest was wir da auf Twitter sehen, sieht ja eher danach aus, als würde Aiwanger im Vergleich zu Söder noch einen draufsetzen. Gerne mal etwas lauter im Bierzelt, Bayern-Patriotismus und viel los auf Social Media.
Guckt sich da Aiwanger stilistisch nicht doch ab und zu was ab vom großen Markus? Ich würde nicht sagen, dass er da mit Markus Söder kopiert, denn er ist es ja, er macht es eigentlich ganz anders als Söder. Direkter, derber. Und er hat da wirklich einen ganz anderen Stil. Okay, Stil ist die eine Sache. Aber wie sieht es denn inhaltlich bei den Freien Wählern und der CSU aus? Die stehen sich schon ziemlich nah, oder? Inhaltlich liegen die beiden bei vielen Themen ganz, ganz nah zusammen. Und momentan reißen sie sich auch zusammen, dass man wirklich diese Nähe auch sieht und dass es eben wenige Monate vor der Landtagswahl keine offenen Streitereien mehr gibt. Das war zum Beispiel während der Corona-Krise gar nicht so. Während Corona gab es in der Bayern-Koalition ziemlich Beef. Aiwanger wollte sich nämlich lange nicht impfen lassen. Und das war zu einer Zeit, in der alle in Regierungsverantwortung in Deutschland versucht haben, die Impfquote nach oben zu bringen. Schon komisch, dass sich der zweitwichtigste Mann in Bayern vehement gesperrt hat. Das hatte natürlich eine Signalwirkung. Aiwanger fühlte sich missverstanden. Egal welches Argument ich sagen würde, es würde zerlegt und gegen mich verwendet. Solange wir keine Impfpflicht haben und ich bin Gegner einer Impfpflicht, ist es die freie Entscheidung und man muss dazu keine Begründung abliefern. Im Zuge der Impfdebatte warnte er sogar vor einer Apartheidsdiskussion. Das ging dann auch Markus Söder zu weit, der seinen Kollegen dafür rügte und ihn zu einer Entschuldigung aufforderte. Da haben die beiden gern gegeneinander ausgeteilt. Markus Söder hat immer wieder gern erwähnt, dass sich Hubert Aiwanger lange Zeit nicht hat impfen lassen wollen. Und Hubert Aiwanger hatte dann auch seine Retourkutschen geliefert. Damals hing der Haussegen in der Bayern-Koalition ganz schön schief. Mittlerweile sieht es aber wieder besser aus. Und man kann zumindest vorsichtig davon ausgehen, dass diese Koalition nach der Landtagswahl im Oktober weitergeht. Ja, wenn die CSU wirklich mit den Grünen ins Bett will, dann kann ich Ihnen nur sagen, dann werden sie als Leiche hier enden. Da würden Ihnen die Wähler davonlaufen, die würden dann alle zu den Freien Wählern kommen. Eine andere Sache, bei der sich die Freien Wähler und die CSU unterscheiden, das Thema Migration. Im Kontext der sogenannten Flüchtlingskrise sagte Hubert Aiwanger beispielsweise 2017, dass Deutschland zufrieden und glücklich darüber sein müsse, dass Österreich keine Flüchtlinge mehr durchwinken würde. Oder erinnert ihr euch noch daran, dass der damalige CSU-Chef Horst Seehofer 2016 eine Flüchtlingsobergrenze von 200.000 Menschen gefordert hatte? Aiwanger, damals noch aus der Opposition, hat diese Grenze einfach nochmal lockerflockig halbiert und die bei 100.000 Menschen gezogen. Aiwanger positioniert sich beim Thema Flucht und Migration meistens sogar noch rechts von der CSU. Vor kurzem hat Aiwanger angekündigt, dass er Probleme bei der Migration offensiv ansprechen will, damit die AfD nicht noch mehr Wähler bekommt. Ob das wirklich funktioniert, darüber sind aber auch die Freien Wähler selbst gespalten. Die CSU, vor allem Markus Söder, hat ja damit schon mal schlechte Erfahrungen gemacht und freut sich jetzt vielleicht, dass dieses Thema der Koalitionspartner in Bayern übernehmen will und man sich selbst die Hände nicht schmutzig macht. Dass Aiwanger auch mal populistisch und in Teilen nah an der AfD auftritt, wird ihm schon länger vorgeworfen. Was sagt er denn selbst dazu? Das ist mir gerade wurscht. Ich rede mit den Bürgern draußen. Wenn die Bürger alle sagen, so können wir nicht weitermachen, Aiwanger, da müsst ihr was tun, dann kann ich doch dem nicht antworten, ja, aber ich darf da nichts tun, weil da könnte man ja meinen, das wäre neu an der AfD. Dann werden ja die irgendwann noch stärker. Beim Thema Energie zeigt sich Aiwanger aber oft progressiver als der Koalitionspartner CSU. Laut Aiwanger sollen hunderte neue Windräder und viele Hektar Solaranlagen zusätzlich ans Netz gehen. Er ist ein großer Wasserstoffverfechter. Und wenn man die Homepage der Bundesvereinigung der Freien Wähler anklickt, wird man zuallererst mit einem Bild von Solarpanels, Windrädern und Wasserstoffcontainern begrüßt. Und man findet auch immer noch ein klares Bekenntnis zum Atomausstieg. Auch wenn sich Aiwanger im letzten Herbst für eine befristete Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken ausgesprochen hat. Im Großen und Ganzen vertragen sich die zwei politisch aber schon. Aber jemand, der so polarisiert wie Aiwanger, so draufhaut, hat er vielleicht noch größere Ziele? Schielt er vielleicht sogar auf den Platz vom Söder, Markus? Ich denke, was Bayern betrifft, ist Aiwanger als stellvertretender Ministerpräsident an seinem Ziel angekommen. Aber bundespolitisch hat er definitiv noch Ambitionen für seine Partei. Er möchte die Freien Wähler unbedingt in den Bundestag führen. Und auch wenn das viele in seiner Partei anders sehen, bei der Bundestagswahl 2021, da ist er ja daran gescheitert mit 2,4%. Aber aufgeben, das wird Hubert Aiwanger nicht. Da bin ich ziemlich überzeugt davon. Und so wird er bestimmt bei der nächsten Bundestagswahl es wieder probieren. Aiwanger goes Bundespolitik? Da gibt's halt ein Problem.
Wie vorhin schon angesprochen, die Freien Wähler sind stark kommunal vernetzt. Und diese regionale Stärke ist gleichzeitig auch Schwäche der Freien Wähler. In der Stadt hingegen tun sich die Freien Wähler wirklich viel, viel schwerer, erfolgreich zu sein. Aktuell sitzen die Freien Wähler außer in Bayern nur in Rheinland-Pfalz im Landtag. Im Brandenburger Landtag gibt es zwar auch die Fraktion BVB Freie Wähler, die gehören aber nicht zum Bundesverband der Freien Wähler und auch nicht zu Borussia Dortmund. Es scheint also so, als würde Hubert Aiwanger erstmal ein bayerisches Politikphänomen bleiben. Fazit: Hubert Aiwanger polarisiert ständig, an allen Ecken und Enden. Man kriegt das Gefühl, er tut das gerne und ist auch wirklich überzeugt von dem, was er sagt. Hauptsache gegen den Mainstream, gegen eine vermeintliche Wokeisierung der Gesellschaft, die viel zu viel verbieten möchte. Fleisch essen, Ski- und Autofahren, Indianerspiel. Man kann ja verstehen, dass es Menschen nervt, wenn sie denken, die Politik will ihnen ständig was verbieten. Aber das Absurde hieran ist ja, diese Forderungen, die Aiwanger so stark kritisiert, die gibt es ja teilweise gar nicht. Looking at you, Insektenlobby. Und auch Winnetou lesen ist nach wie vor erlaubt. Aiwanger weiß, wen er mit seinen Statements erreicht. Und seine Partei versteht es schon immer, auch die Sorgen und Anliegen von Menschen im ländlichen Raum ernst zu nehmen und auf die politische Tagesordnung zu bringen. Das Ohr am Bürger sozusagen, das ist Aiwangers Stärke. Wie dringend auch diese Bürger gehört werden wollen, zeigt sich spätestens, seitdem Aiwanger mit den Freien Wählern 2018 die große Alleinherrschaft der CSU in Bayern beendet hat. Seitdem hat Aiwanger aber auch ein großes Problem. Hat seine Positionierung vor 2018 vor allem aus der Opposition funktioniert, muss er ja jetzt mitregieren. Er darf nicht mehr so große Widerworte geben, muss sich aber gleichzeitig noch irgendwie von der CSU abgrenzen, um nicht verschluckt zu werden. Dabei entstehen ziemlich oft absurde Takes, die viele Menschen in Deutschland mit dem Kopf schütteln lassen. Bei einigen in Bayern aber wohl einen Nerv treffen, die sich vom politischen Berlin und den Debatten nicht gesehen fühlen. Die Umfragewerte in Bayern geben ihm recht. Was denkt ihr denn? Müssten mehr Politiker so sein wie Aiwanger? Oder schießt der übers Ziel hinaus? Schreibt's mal in die Kommentare. Für noch mehr Absurditäten aus der Politik könnt ihr hier gleich mal unseren Kanal abonnieren. Hier haben wir uns angeguckt, welche Strategie Marie-Agnes Strack-Zimmermann gerade fährt. Und für noch mehr Landwirtschaftscontent guckt mal hier bei unseren Funk-Kollegen von 100 Hektar Heimat.